Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Batman Arkham City. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Auf jeden Fall, Dankeschön für das Feedback bis hierhin. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Einfach eine Bewertung da lassen, einfach ein Like da lassen. Ja, unterstützt ihr mich schon kräftig. Und auch gerne einen Kommentar. Und zwar, Freunde, die Frage an euch. Einmal so just for fun Frage. Was denkt ihr, wer würde gewinnen? Batman oder Iron Man? Schreib mal, aber wirklich Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Die kämpfen mit allem, was sie haben. Was denkt ihr, wer würde gewinnen? Na, da bin ich mal gespannt, worauf ihr setzt. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir gucken mal ganz kurz, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen ja eigentlich jetzt wieder zurück ins Labor. Das heißt, ich muss eigentlich komplett zurücklatschen, ne? Ja, eigentlich muss ich zurücklatschen. Ja, machen wir das. Und Freunde, natürlich kleiner Hinweis auf das neue Gewinnspiel jetzt im Mai. Wie immer könnt ihr den Game eurer Wahl gewinnen oder guthaben. Und ansonsten, machen wir weiter. Bewohner von Arkham, während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters... So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben gucken. Dorthin. Ist das durchsetzen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich weiß es nicht. Okay, wo ist der Punkt? Ah, der ist ja direkt hier vorne. Er ist ja direkt hier vorne. So. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, auf wen ihr setzt. Weil es halt die Frage so, ne? Also, ich weiß nicht, wenn die wirklich auf Leben und Tod kämpfen würden. Puh. Weil beide können sich tausende von Maschinen herstellen, die den anderen töten könnten. Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, Iron Man hat seine ganzen Anzüge, die er automatisch steuern kann. Aber Batman könnte eigentlich auch das genau das gleiche herstellen. Ist halt nur die Frage, ich glaube, da wäre nur die Frage, wer ist der Schlauere? Nicht, wer ist der Stärkere oder wer ist der Schlauere, Reichere, meine ich. Sondern wer ist der Schlauere? Tja, das wäre ein voll interessantes Duell, wenn die wirklich auf Leben und Tod kämpfen würden. Stellt euch das mal vor. So, bin ich überhaupt hier richtig? Ich weiß gar nicht. Lass doch mal die scheiß Knarre liegen, Alter, du Sackfresse, ey. Quincy Sharp. Ach, krass. Batman Arkham Asylum, August 2009. Nein, bitte nicht. Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Ja. Ja, die Leute einfach weg, weil einfach so ein Typen, der 80, 90 Kilo wiegt oder so. Die Sensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich, aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. Bitte, Bruce. Ja, also ich sag mal so, um die Frage selber zu beantworten. Ihr habt ja jetzt ein paar Minuten Zeit gehabt, euch selber Gedanken zu machen. Ich sag mal so, ich würde alles an meine Kohle auf Batman setzen. Ich würde auf Batman setzen. Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Ja. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst.
Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal, zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht. Werden wir ja sehen. Ja, ich würde auf Batman setzen. Auf Batman setzen. Weil beide sind reich. Beide können auf jeden Fall... Beide sind schlau. Beide sind schlau. Ist halt die Frage, wer ist schlauer. Aber ich denke, Batman hat auf jeden Fall einiges mehr durchgemacht als... Als Iron Man, so richtig kranke Scheiße. Weil Iron Man hat auch schon krasse Stories in den Comics und so weiter. Aber Batman ist schon wirklich, der hat wirklich auf, der wurde auf allen Ebenen gebrochen. Mental, körperlich wurde er mehrfach gebrochen. Keine Ahnung. Mental auch mehrfach gebrochen. Gut, das ist bei Iron Man auch der Fall gewesen, dass er mental öfters mal am Sack war. Aber ich weiß nicht. Wenn du dir mal alleine reißt, mit wem? Batman ist alles schon aufgenommen, alleine. Und das auch Hand-to-Hand kommen mit mir. Also so Hand-to-Hand, so wer kann besser kämpfen? Tausendmal Batman. Batman ist ja einer der krassen Kämpfer in DC. Also er wird Hand-to-Hand, wenn beide gleich stark werden, Batman oder Superman, wird der Superman so schnell kaputt schlagen. Vom Können her an sich. Er wird auch Wonder Woman platt machen vom Kämpfen her. Aber die sind halt, die haben halt den Vorteil, dass sie einfach ja, körperlich tausendfach stärker sind. Jawohl! Neue Nebenmission ansehen. Ja, ich hab's doch verstanden jetzt. Hey Batman, hörst du mich? Nein, ich höre dich. Ah, scheiße, Verbindung schlecht. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche in eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wir haben uns in der Iceberg Lounge verschanzt. Komm mal vorbei, dann zeigen wir es dir. Nö, keine Zeit, sorry. Wieso tut ihr mir das ständig an? Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Tag beim Aufstehen überlegen, wie ihr mich am meisten enttäuschen könnt. Charlie, wenn du im GCPD-Gebäude bist, dann knall ein paar von den Typen da ab, ja? Kein Problem, Schatzi. Kein Problem, Schatzi. Auch was mit Harley passiert die letzte Zeit, ist eigentlich auch interessant, dass sie sich immer mehr emanzipiert von Joker. Ja. Das fand ich eigentlich ganz interessanten Ansatz, auch in den Filmen, aber auch in den Comics. Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht länger herum. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst. Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Es geht nicht nach oben, ah, Mist. Wo bist du hin? Jawohl! Oh, geil. Der Bossfight ist so nice mit Mr. Freeze. Guck mal, hier auch die ganze Umgebung. Seht ihr das? Wo er alle überall so Skulpturen von seiner Nora hat. Das ist einfach, weiß nicht. Auch die Bildsprache. Man muss immer auch so ein bisschen auf die Bildsprache achten, wisst ihr?
Wo ist denn das hingeflogen jetzt? Scheiße, er hat mich gesehen. Oh, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich häng fest. Wie hat er mich denn gesehen jetzt? Renn doch! Vor allem, wo ist das Elektro-Ding hingeflogen, Mensch? Scheißdreck nochmal. Kann man das von Eis befreien? Ich glaube nicht, wa? Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Er kommt hoch. Okay. Probieren wir es hier. Mal schauen, ob das klappt. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. Nein! Geil. Das werden wir ja sehen. Auf der anderen Seite haben wir noch die Möglichkeit dazu. Ach ja, stimmt. Ich muss ständig meine Taktik ändern. Ich werde Freeze nur mit Überraschungsangriffen besiegen können. Weil der Tank jetzt so... Wo steckst du? Scheiße. Ach Mann, ich stell mich auch doof an. Aber noch lebe ich. Alles gut. Noch lebe ich. Ach, warte mal. Wie konnte man nochmal die Scheibe da einsetzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, er ist direkt rübergesprungen. Ich dachte, er hängt erstmal. Ach man, Batman, Alter. Was ist das denn gewesen, Mann? Ich wollte mich eigentlich da ranhängen. Wisst ihr, was ich meine? Ans Geländer. Und ich da rüberspringen direkt. Geht es? Wenn er auch auf der anderen Seite langläuft? Die Wärme deiner Fußspuren verrät dich. Ja, ich weiß, man kann das alles besser machen, aber solange ich lebe, ist alles in Ordnung. Solange ich lebe, ist alles nicht zufrieden. Meinen Fehler, Batman. Du auch. Ah, nein! Okay, noch ein letztes Mal. Das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das wäre natürlich auch krass. Nein, wieso? Ach. Das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Wirklich? Ich habe dir doch Schaden zugefügt. Ich weiß nicht, ob das so dumm war. Komm doch. Komm hier rüber. Na komm. Hä, warum? Hä? Wieso? Da bist du. Ja, hier bin ich doch. Ist der verbuggt oder was? Oder warum bewegt er sich jetzt nicht mehr? Och Junge, er ist verbuggt, glaube ich. Er ist verbuggt. Oh mein Gott. Ich finde in jedem Spiel irgendeinen Bug. Er ist verbuggt. Okay, jetzt. Ja, okay. Ja, okay, der ist verbuggt. Tatsächlich. Was haben wir denn da? Boah, Junge, ich stelle mich aber auch gerade an, ich weiß es selber, aber... Was soll ich machen, ne? Magnet? Elektrik... Ah! Okay. Seilwerfer... Oh, Seilwerfer können wir auch... Störgerät! Stimmt, wir haben doch das Störgerät, damit wir seine Waffe ausschalten können. Natürlich, klar. Hab ich nie benutzt. Ah!
Hab ich nie benutzt, glaube ich. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Ah, schöner Bossfight, ey. Schöner Bossfight, auch wenn man den natürlich... Batman Mr. Freeze. Auch wenn man den natürlich ein bisschen besser... ein bisschen besser runterspielen kann. Behauptet der ein oder andere jetzt vielleicht. Das halte ich aber für eine... Für eine Unterstellung, ey. Für eine Unterstellung wie Schützengräben. So, Schockwellen, was können wir da nehmen hier? Ja, Jäger. Ja, so, nehmen wir das einfach. So, hol das Gegenmittel. Immer diese Paparazzi hier. Unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Also das kann man auch ein bisschen intensiver sprechen. Wir wurden getroffen! Mayday! Mayday! Alter, wenn ich im Helikopter sitze und dann plötzlich eine Rakete auf mich einschlägt, Alter, dann raste ich komplett aus. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe! Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Zum Teufel war das? Oh Gott! Überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Hier spricht Vicky Vale. Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale. Helft mir, bitte, Hilfe. Die Schlampecke. Wie hat er... Wieso? Wieso hat er mich jetzt... Ohne Scheiß jetzt mal. Wie hat er mich jetzt entdeckt? Ich hab den anderen doch komplett leise. Das war ja Rotze jetzt, dass er sich einfach umgedreht hat. Gesichert haben verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes Kirschen. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sehen. Streng dich an. Boah, ich lieb das, ey. Wenn er zwei solche Holzköpfe aneinander schlägt, weißt du? Die Towers wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Falls jemand diese Übertragung empfangen sollte, bitte schicken Sie Hilfe. Die nimmt es recht locker, so, wa? Steht hier offen einfach, ich werde von Sniper beschützt. Ich stelle mich einfach hier hin und tanze Lambada, oder was? Was ist mit der denn los? Oh Mann, ey. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung, nicht wahr?
Na klar. Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Hm. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Dein müssen wir hin jetzt. Der hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Wie konnten Jokers Leute in einem Hochsicherheitsgefängnis in den Besitz von... Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr bald in ihrer Nähe sein. Ich muss sie hoffentlich... Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr bald in ihrer Nähe sein. Ich muss sie hoffentlich nicht daran erinnern, dass sie es schnellstmöglichst nehmen sollten. Ein Scharfschützengewehren gelangen. Das ist eine Frage, die ich Professor Strange stellen werde, falls ich je hier rauskomme. Ich muss schon sagen, dass mich die Zustände in dieser sogenannten Strafanstalt mehr als schockieren. Bislang konnte ich beobachten, wie bewaffnete Banden mordend durch die Straßen ziehen und es hier nicht einen Hauch von Autorität zu geben scheint. Und da sagt man uns, dass Arkham City gut für Gotham sei. Die Frage ist, ob der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ich bin Vicky Vale. Ich melde mich live und lebendig aus Arkham City und hoffe, dass es so bleibt. Ja, ob wir das so hoffen sollen, ich weiß ja nicht. Freunde, was gab's hier? Wir haben ja jetzt auch gerade den Mad Hatter gesehen. Was gab's hier für Nebenmissionen? Alles noch. Ist halt immer so das Ding, so, weißt du, dafür, ob dafür das Interesse so hoch ist, habe ich eher nicht in Eindruck. Ist halt immer so die ersten paar Folgen, ah krass, ja, du spielst es, und dann sind einfach die Hälfte der Leute einfach direkt wieder weg. Ah ja, ich wollte mal kurz nochmal reinschrauben, schreib aber voll geil, dass du es nochmal spielst, und zack, bin ich weg. Ja, also ihr, die jetzt noch zuhören, ihr seid jetzt schon, auch wenn wir jetzt bei Folge 6, 7 sind, ich weiß gar nicht, das ist schon der harte Kern wieder, ne? Alles auseinander. Es gibt keine Ahnung, Essen, ne? Jeder hasst jeden, ja. Und Strange, wir kommen jetzt aber trotzdem erstmal zum Ende, oder? Das ist klar, das auf jeden Fall. So, die Ballons nochmal wegballern. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben abknallen. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Jokers letzter Lieferung abgefangen hat. Ja, ich weiß, Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Enttäuscht mich nicht. Ja, wenn Batman auftaucht, gehört er mir. Nein, das wollte ich nicht. Realitätstraining aktiviert. Nein, das wollte ich gar nicht. Gut, ja, so, ich wollte jetzt nochmal kurz zu Ende quatschen lassen. Oh, shit. Mensch, ey, ist denn hier kein Spot, wo ich mich einfach kurz hinstellen kann, ohne dass ich sofort gestresst werde von irgendwelchen Sackgesichtern? Nee, anscheinend nicht. Das gibt's doch nicht, Mensch. Von Miss Will gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh, das wird zu emotional. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du tot im Schnee liegst. Und nur das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Gut, jetzt ist aber Schluss. Die Folge ist wieder viel zu lang. Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, wer gewinnt, Batman oder Iron Man. Haut rein.